Verarsch mich nicht, Arctur. Du bist eh nicht in der Nähe. Voraussicht. Ich habe einen Schatten gesehen. Da! Ein Schatten! Warum fliegt der Schatten in einen Schatten und ist dann weg? Bist du da oben drauf? Arctos? Arctos? Ich habe Schatten gesehen. Buga Buga, go away! Okay, ich muss sowieso erstmal meine Pokémon heilen. Arctos, bist du da oben? Arctos? Arctos? Komm, der Schatten hat da oben aufgehört. Der Schatten hat da oben aufgehört. Das war das erste Mal, dass wir einen Schatten von dem gesehen haben. Ein Schatten! Ich weiß, es ist völlig doof, dass der jetzt hier oben hocken sollte, aber hier hat eigentlich der Schatten aufgehört, weil er ist ja hier in den Schatten und dann war weg. Muramura, sag doch auch mal was. Kacke. Okay, wir gehen aber erstmal zurück zur Expeditionsbasis. Nee, ist nicht hier. Verdammt, Mann. Wir haben einen Schatten gesehen. Schwör. Das ist ein Watthändler, also. Das Pokémon trollt mich doch, oder? Das kleine Doof-Pokémon trollt mich doch. Kommst du nicht rennen, oder was? Für 200 Euro kannst du mir mal das Frigometrie abkaufen. Dieses verdammte Pokémon trollt mich. Dieses verfluchte Pokémon trollt mich. Das ist hier irgendwo. Es startet irgendwo von hier aus derzeit. Jetzt nicht mehr. Jetzt macht es keine zwei Schreie mehr. Komm schon, war das jetzt zu? Ah, leck mich, ey. Nochmal. Dieses verfickte Pokémon trollt mich. Es fliegt in diesen schönen blöden Schatten rein und ist weg. Das gibt's doch gar nicht. Man sieht es aber auch nicht. Wo bist du? Komm schon! Komm schon, Bra! Dieser verfluchte Schatten! Das gibt's doch nicht! Dieser verfluchte Schatten, der den Schatten auflöst! Hat er wohl einen Schatten oder was? Verdammte Axt!
Schnauze! Du warst das nicht. Verdammte Axt, Mann. Das fliegt hier unten lang, dann fliegt es hier lang und dann ist es von hier aus weg. Entweder fliegt es von hier aus gleich nach links. Das ist gleich hier so und gar nicht weiter irgendwie in unsere Abteilung fliegt und dann... Aber wir können den Schatten dann ja so nicht folgen. Weißt du? Da gibt's doch gar nicht. Ich versuche mal was anderes. Warte. Und zwar von hier oben aus. Da haben wir auch Schrei gehört. Es ist in der Nähe, aber... Der Pisser will sich nicht zeigen. Ja, dieses Pokémon, und das werde ich töten. Ja, es ist nur... Es kommt nur raus, wenn es da unten... Wenn wir da unten rauskommen. Ich bin fett. Aus dem Weg. Ich muss ein Pokémon fangen. Wächter. Dich mag keiner. Es biegt irgendwie hier nach links ab. Es biegt nach links ab. Es sieht aus vom Schatten her, dass es tatsächlich nach links abbiegt. Aber weg da. Nein! Blöd Pokémon! Naja, eigentlich nicht. Eigentlich das geilste Pokémon, was es gibt. Aber trotzdem blöd Pokémon! Zu ärgerlich. Das ist so ungerecht, dass es da in den Schatten fliegt und wir irgendwie nicht auf deren Höhe sind. Ich töte es mal in der Hoffnung, dass es nicht wieder rauskommt. Was? Wo? Wer? Fett, ey. Es fliegt irgendwo da. Es fliegt definitiv nach links. Es fliegt definitiv nach links. Wir müssen irgendwie nach links. Aber wir müssen dann den ganzen Berg da rumherum juffeln. Kommt das? Wir sind irgendwie zu schnell unterwegs gewesen. Ich wollte da nicht mitmachen. Es war ein bisschen zu schnell. Ich mache gleich was anderes. Ich kriege einen Vogel. Du sagst das. Ja, ich vermute mal, es... Ist eine Scheißstelle hierfür, dass wir das hier hinterher jagen müssen. Weil wir den Schatten immer sehen müssen. Aber sobald der Schatten in einen Schatten fliegt, sehen wir den Schatten nicht mehr und haben verkackt. Ich glaube, das ist einfach nur eine beschissene Stelle, um dieses Arktos zu fangen. Es wird garantiert noch random woanders auftauchen. Gehe ich von aus. Wir haben hier gerade eine richtig beschissene Stelle, weil wir den Schatten nicht hinterherjagen können. Und den Schatten nicht im Sichtfeld haben können. Weil es halt gleich nach links auf den Berg fliegt. Und da können wir nicht hinterher. Es wird bestimmt irgendwo anders nochmal auftauchen. Hundertprozentig.
aber das klappt heute nicht mehr. Flottball, Timerball, nehme ich mal erstmal ein paar mit. So, dankeschön. Was ist Angebot des Tages? Es ist 5 Aprikosen. Ja, lass mal stecken, Alter. So. Was sagen denn die anderen Legenden? Ich kann euch auch gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht mehr, was die anderen Legenden sagen. Aber ich vermute mal, unten beim Baum ist irgendwo auch noch sowas. Oder hier wird bestimmt auch noch irgendwo so ein Ding sein. Ich fahre mal Richtung Baum runter. Einfach nur Freestyle-mäßig, dass wir da Freestyle-mäßig freestylen. Um den nächsten Giganten zu finden. Freestyle. Arctos mobbt uns ja gerade derzeit nur. Deswegen gehe ich jetzt zum nächsten Giganten. Der wird uns bestimmt nicht mobben. Der wird bestimmt ganz herzallerliebst zu uns sein. Der wird bestimmt ganz herzallerliebst sein. So, Ballseeufer. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier auch was gefunden haben. Wobei das hier ehrlich gesagt gerade nicht danach ab. Ich bin in ein Frigometrie reingejödelt. Ich bin aus Versehen in ein Frigometrie reingejödelt. Tschüss. Ansonsten, ich wüsste jetzt aber auch nicht, ob dass wir hier sowas gesehen haben. Ist ja eigentlich nur dieser See. Okay, ich gehe mal ganz kurz zurück und überprüfe mal die nächsten Schritte. Legende der Giganten. Registil. Was sagst du, du hast das Legende... Ja, gut. Diese spiegelglatte etwas sollte also Registier sein, der Stahlgigant. Wenn du mich fragst, hat es eher Ähnlichkeiten mit einer Bowlingkugel, oder? Was mag es hinter diesen starren Metallfassade wohl denken? Jedenfalls ist es eindeutig der Stahlgigant. Diese Expedition kannst du als Erfolg abbuchen. Gibt es sonst noch irgendwelche? Ich klicke das mal. Regi-Eis. Was sagst du dort? Das ist das legendäre Regi-Eis gefangen. Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Dieses steifgefrorene etwas soll also Regi-Eis sein, der Eisgigant? Es hat etwas von einem übergroßen Kronleuchter, aber das würde ich zu gerne mal Mila vorführen. Aber sie sich einer nur diese kräftigen Arme an. Das läuft mir gleich glatt den kalten Rückenschauer runter und so. Jedenfalls ist es eindeutig der Eisgigant. Diese Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Die Legende der Giganten, verstehe. Was genau, ne? Machen wir mal einfach der Steingigant. Dazu musst du erstmal die richtige Ruine finden. Suche einfach nach dem Gebäude, das in der Notiz skizziert wurde. Kann ich mir sie angucken? Tief im Bett des Giganten liegt die Ruine, in denen der Steingigant schläft. Also im Bett der Giganten. Die Tür ist fest verschlossen. Okay, gut. Also im Bett der Giganten. Also waren wir schon fast richtig. Fast. Kommen wir auf einen schnelleren Hinfliegeweg dahin. Da. Bett des Giganten. Machen wir einfach mal. Sicht aus dem Weg. Ich will noch mal ganz kurz was testen. Wir haben gerade wieder einen Schrei gehört. Ich will einfach mal testen, ob, wenn wir jetzt hier rein und raus gehen, ob es hier vielleicht kommt und wir besser den Schatten verfolgen können. Nee. Schade.
Von hier aus hätte man super den Schatten verfolgen können. So, also irgendwo soll hier auch noch eine Ruine sein. Von hier aus hätten wir super den Schatten verfolgen können. Aber jetzt suchen wir die Ruine. Tief im Bett der Giganten. Mal sehen, was sagt denn die Karte überhaupt? Ich vermute mal hier unten. Oder? Nee, das ist Ballseehöhle. Ist das noch alles Bett des Giganten hier? Wir waren noch nie hier gewesen, ne? Scholle der Giganten. Da waren wir noch nie gewesen. Was ist denn, wenn ich denn jetzt einfach geradeaus oder... Nee. Da waren wir noch nie gewesen, da hinten in der Abteilung. Wir laufen tatsächlich scheinbar immer erst... Das Pokémon mobbt mich hart. Das hat Muramura geklaut. Okay, irgendjemand hat Muramura geklaut. Muramura? Na! Ah! Mann! Dieses kleine, versteckreiche Pokémon. So, ich glaube, wir sind bis jetzt beim Friedhof immer rechts gegangen. Lass uns mal links gehen. Frohmünze. Lässt man ein Pokémon in dieser Münze schlimmer, steigert seine Initiative schneller, aber sein Spezialangriff umso langsamer. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Wir folgen mal weiter den Weg. Nachdem wir da hinten der TM mitgenommen haben. Zugabe, ja, das ist genau das, was ich brauche. Gut, dass wir hier sind. Schnauze. Ich sammle hier die ganze Zeit Items ein, ey. Voll eklig. Der Poke campt einer. Nee, hier geht's hoch. Hier waren wir denn doch schon mal gewesen. Da waren wir bestimmt noch nie in die andere Richtung. Warte mal, wenn wir jetzt hier sind. Wir sind jetzt hier. Wir müssen unten am Friedhof lang. Wir sind jetzt hier hochgegangen, aber wir müssen unten am Friedhof runter. Okay. Retour. Du da hinten? Was bist du da hinten? Ne? Was bist du? Arktos! Komm her! Komm her! Ah, verwirr mich nicht! Hi. Dich nehme ich mit! Fuck! Fuck, es hat mich verarscht! Du blödes Arktos! Alter, ich krieg dich, Alter, ich krieg dich, ich krieg dich. Ich krieg dich und deine Mutter, ey. Schon. Komm schon, du halbes Schnitzel. Vorsicht, aus dem Weg, ich jage Arktos. Hallo, komm mal runter. Komm runter. Werf einen Stein oder sowas. Oder keine Ahnung. Nimm einen Elektroschocker oder mach eine Pokémon-Attacke. Irgendwas, ein Hyperstrahl oder sowas. Baller ist vom Himmel runter. Na, jetzt fliegt er nicht runter. Jetzt fliegt er nicht runter. Jetzt fliegt er nicht hin. Jetzt fliegt nicht dahin. Nein, da komm ich nicht runter, du Arsch. Blödes Kack-Pokémon. Ich mach dich fertig, Alter.
Baum! Scheiß Natur! Ob da Daniel! Da ist es, da ist es, da ist es. Ich bin völlig entspannt. Okay, es verarscht uns wieder. Es wird uns ewig verarschen. Hab, wo ist das jetzt? Hab's aus den Augen verloren. Aua, es greift mich an. Ja, es greift mich an. Oh, na endlich. Hi, es geht. Oh Gott, wenn wir es jetzt töten, ne, dann krieg ich aber auch einen Schnödel. Komm schon. Steinhagel, Psychoklinge, okay. Es ist so Laser, Alter. Ich hatte kurz Angst. Okay, wir haben es schon mal sehr... Okay, oh Gott, es wird von Hagelkörnern. Oh Gott, es wird von Hagelkörnern verletzt. Oh Gott, es wird von Hagelkörnern verletzt. Es wird von Hagelkörnern verletzt, verdammt. Ja! Das ging aber relativ einfach. Ja, Alter! Nice! Ich glaube, da hätten wir jeden Pokéball nutzen können, oder? Alter, wir haben endlich dieses blöde Arkthaus gefangen. Kein Mobbing mehr, nice! Oh, mein Gott, endlich. Für Arkthaus wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Das sieht so cool aus. Gefühlskälte-Pokémon. Oh, es ist gefühlskalt. Dieses als Arkthaus bekannte Pokémon feuert einen Strahl ab, der seine Gegner bewegungsunfähig macht, als wäre er zu Eis erstarrt. Psycho und Flug, eigentlich eine geile Kombination. Nö. Wollen wir es schicken in mein Team? So, wir brauchen kein Frigometrie mehr. Wir brauchen ein Arkthaus. Nice! Oh, schön! Oh, war eine blöde Arbeit da. Das blöde Pokémon, ey. Du hast Arkthaus gefangen. Eines der legendären Vogel-Pokémon aus der Notiz. Du vermerkst den Stand der Dinge in der legendären Notiz. Das orangene Pokémon flitzt. Arkthaus fing ich in den Kronenschneelanden. Ja gut, das ist jetzt. Hey, ich bin's, Pony. Wie kommst du mit der Expedition voran? Wie bitte? Du bist dem legendären Pokémon Arkthaus begegnet? Im Ernst? Super nice. Echt eine starke Leistung. Das macht dich mal, dann mach dich mal dran, auch die anderen Pokémon aufzuspüren. Ich bin jetzt schon hellauf begeistert, wenn es soweit ist. Yeah! Andere Vogel-Pokémon aufspüren. Ah. Was wollte ich? Mein Gott, war das Stress. Und dann ist es bestimmt... Ich stand immer nur da. Es ist aber bestimmt hier hingeflogen die ganze Zeit. Und hat sich dahin platziert. Aber ich habe immer nur hier geguckt, weil, naja, hier sein letzter Ort war. Der Stress ist vorbei. Ist mir egal, wer mich hier noch anschreit. Ich habe keine... Ist mir alles egal. Da kann mich auch Zapdos anschreien. Ist mir egal. Wobei Zapdos auch ziemlich cool... Aber am besten sah immer noch Lavados aus. Am coolsten sah immer noch Lavados aus. Es ist einfach so, dass das einfach am coolsten war von allen. Schön. Wer hätte das gedacht, dass das jetzt auf einmal zufällig passiert? Weil wir haben es ja zufällig gesehen, weil ich keine Ahnung habe, was das für ein Pokémon war. Und es hat mich verwirrt. Ach, manchmal ist es schön, verwirrt zu sein. Wir haben es geschafft. Okay, ja, aber jetzt mache ich erstmal Feierabend. Jetzt muss ich mir erstmal ein bisschen erholen von dem Stress. Von dem Stress mit Stressomon. Wir gucken mal beim nächsten Mal, ob wir das finden, was wir suchen. In die Richtung wohl. Ob wir die nächste Ruine finden mit dem nächsten Giganten drinne, die ich hier hinten vermute. Ja, haben wir sogar schon gefunden. Sehr schön. Auch wenn es immer noch nicht das ist, wo ich hin wollte. Okay, Muramura, du machst mir mega Angst. Ich geh mal lieber einfach noch ein bisschen weg von ihm. So, das nächste Mal machen wir den Steingiganten. Und dann gucken wir mal, was da noch kommt. Okay, Muramura kommt langsam auf uns zu. Ich mag Muramura. So, ich mache jetzt aber Feierabend. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter legendäre Pokémon jagen.
Oder Muramura uns vorher frisst, ich weiß es nicht. Nein, es hält an, Gott sei Dank. So, bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.